Jo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe jetzt nicht irgendwie komischerweise an den Farben hier herumgespielt. Ich bin wirklich gerade so braun, denn ich komme gerade aus 2 Wochen Urlaub. Und das ist auch der Grund, warum es lange keine Videos gab. Ich habe mich einfach mal ein bisschen entspannen müssen. Aber das ist jetzt vorbei und jetzt wird es wieder fleißig Videos geben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dass ich 2 Videos pro Woche mache. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Menge in der Pipeline. Und es wird auch ein paar Gewinnspiele geben. Also abonniert den Kanal, falls ihr neu dabei seid. Und dann legen wir auch schon los. Heute habe ich mal ein Produkt dabei, das viele von euch nutzen. Aber sehr oft bekomme ich die Frage, welches Produkt ich denn selber nutze. Das ist nämlich hier mal ein Notebook. Und ja, ich benutze zwar selber ein sehr teures Produkt, aber das ist ja auch gar kein Vergleich, weil ich habe einen iMac zu Hause und auch ein MacBook für unterwegs, mit dem ich mal meine Videos schneiden muss. Aber das müssen ja die meisten Leute von euch gar nicht machen. Und ich glaube auch, dass es auch deutlich günstigere Produkte gibt als das, was ich zu Hause habe. Leider ist immer eine sehr, sehr gute Grafikkarte das, was es bei einem Notebook immer sehr schnell den Preisanstieg ermöglicht. Aber es gibt eine ganze Menge günstiger Laptops und heute schauen wir uns da wirklich mal eins an. Das hier ist nämlich ein Notebook, das kostet unter 300 Euro. Ich habe es natürlich unten mal verlinkt, ihr könnt es auschecken. Ich glaube, wenn ihr jetzt gerade mal ein Studium anfängt oder ihr seid in der Oberstufe und wollt euch aufs Abitur vorbereiten oder ihr wollt irgendwie euer eigenes Notebook haben und habt einfach nicht viel Geld zur Verfügung. Deswegen wollte ich mir mal sowas anschauen. Das Ganze ist von TechClass, ist eine chinesische Firma wie Lenovo beispielsweise auch oder halt die ganzen anderen Smartphone-Hersteller. Das ist das T-Book und hat auch noch einen genaueren Namen auf der Rückseite. Ich glaube, ja, das ist das F7. Also das T-Book F7 hat eine ganze Menge zu bieten. Das kommt übrigens mit Windows 10, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir werden es aber nachher mal auspacken und uns das genauer mal anschauen. Ich habe das Ganze von Gearbest bekommen. Unten ist natürlich der Link dazu. Könnt ihr mal auschecken. Ich glaube, für 300 Euro darf man nicht zu viel erwarten, aber ich bin trotzdem guter Dinge, weil dieses Produkt hier sehr, sehr viele gute Bewertungen bekommen hat. So, dann haben wir es geöffnet und als erstes kommt natürlich dann auch das Notebook selber entgegen. Das können wir hier jetzt noch rausholen aus dieser antistatischen Hülle. Und das Ganze ist auch ein 15 Zoll Notebook. Also, wow. Also für 300 Euro 15 Zoll, die Anschlüsse und so weiter schauen wir uns alle gleich mal noch an. Aber erst möchte ich noch wissen, was denn in der Verpackung jetzt noch mitgeliefert wird. Das kommt hier kurz auf die Seite und als allererstes, wie bei einem Smartphone, kommt uns auch ein bisschen Büchlein entgegen. Aber jetzt beim Smartphone ist mir eigentlich alles klar, wie ich das nutze. Aber wenn ich schon irgendwas aus China hole, das ist ganz cool, weil jetzt habe ich endlich mal ein paar Garantiehinweise mit dabei. Und zwar nicht auf Chinesisch und zwar so, dass ich das verstehe. Hier sieht man es auch schon, Januar 2018 wurde es hergestellt. Ist also niegelnagelneu, bis es dann auch wirklich auf den Markt kommt und so weiter. Dauert es eine ganze Weile. Und hier sind ein paar Hinweise, wie ich jetzt zum ersten Mal das Gerät in Betrieb nehme. Ich möchte das eigentlich heute mal machen, weil ich auf jeden Fall auch das Display anschauen möchte. Okay, Chinesisch interessiert mich nicht, aber wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier auch alles auf Englisch erklärt, falls es irgendwie Schwierigkeiten geben sollte. Also machen wir das Ganze wieder zurück. Was haben wir dann noch? Das müsste der Netzstecker sein. Ich hoffe, ja, okay. Natürlich für Deutschland, so wie es sich gehört. Also ich habe ja auch schon mal ein paar Stecker gehabt aus China, die nicht funktioniert haben. Das ist natürlich für uns gedacht. Das ist also der richtige Ladestecker, den wir hier brauchen. Der hat ziemlich viel Power, 12 Volt auf 2 Ampere. Das ist also ordentlich, also wir kriegen den Akku voll. Der Akku soll übrigens laut Test ganz gut sein. Also er hat zwar nur in Anführungsstrichen 5000 mAh, aber wenn das Betriebssystem irgendwie so abgesteckt ist, dass es wenig Leistung braucht, umso besser. So, ist da noch was drin? Nein, das fühlt sich nicht so an. Gut, dann machen wir das Ganze wieder zu, weil viel mehr brauchen wir ja nicht. Das kommt gleich mal auf die Seite. So. Für 300 Euro bekommt man folgendes. Ein hochwertiges Gehäuse, Silber. Wenn wir es jetzt mal so anschauen, sehen wir auch schon, dass es sehr, sehr dünn verarbeitet ist. Aber es ist eine gute Verarbeitung. Wir haben hier einmal den Stecker, um beispielsweise auch den zweiten Monitor anschließen zu können. Das hier ist eine USB-Kappe. Ja, genau. Wir haben hier USB 3.0 auf der einen Seite. Daher sieht man auch schon, wie wirklich dünn dieses Notebook auch ist, weil die USB-Schnittstelle reicht nicht mal aus, um das ganze Gehäuse abzudecken. Das heißt, hier unten ist
zeige es nochmal so in der Kamera. Hier unten geht es wirklich ins untere Gehäuse damit rein. Schutzkappe wieder drauf, nur damit ich dann wieder ab nicht verliere. Auf der anderen Seite gegenüber haben wir mehrere Schutzkappen. Einmal hier USB 3.0 und das ist MicroSD. Wow. Okay, wir haben hier sogar einen Slot für Micro-SD-Karten. Kein voller SD-Karten-Slot, also zum Videoschneiden würde ich es ja nicht empfehlen, aber Micro-SD ist dabei und Kopfhöreranschluss ist auch mit dabei. Also wie ihr hier sehen könnt, Micro-SD ist mit dabei, USB 3.0, Kopfhöreranschluss und das ist die Ladebuchse. Auf der Unterseite die vier Noppen, damit auch ein guter Stand dann dran ist. Ich muss ehrlich sagen, gar nicht viel Schnickschnack, das gefällt mir. CE-Zertifizierung für den europäischen Markt ist auf jeden Fall vorhanden, braucht ihr also auch keine Angst haben. Dann machen wir das Ganze mal auf. Wie gesagt, 15 Zoll. Dann ist hier noch eine Schutzkappe für die Tastatur dabei. Ja, es ist eigentlich schlicht. Ich muss ehrlich sagen, diese Oberfläche von dem gebürsteten Aluminium ist sehr hochwertig. Also, ja, also stellt euch vor, hier ist ein Apple-Sticker drauf und keiner wird irgendwie dumm gucken oder sonst irgendwas. Also falls ihr ein iPhone gekauft habt oder ein iPod und ihr habt da zufällig noch einen Sticker da zu Hause rumlegen, macht den drauf oder macht irgendwelche anderen Sticker drauf und schon seid ihr Vollgas am Start. Ich versuche mal das Gerät anzuschalten. Ich hoffe ja, dass da genügend Energie dran ist. Während das passiert, mache ich mal den Sticker weg von dem Display. So. Und ja, das Ganze sieht also natürlich dann aus wie Windows 10. Ich muss mal gucken, dass ich das Ganze installiert bekomme. Und was wir aber jetzt schon anschauen können, ist auf jeden Fall die Display-Helligkeit. Also wir haben hier einen Laptop, das sich gut anfühlt, da wackelt nichts. Die Tastatur, da klackert nichts, da macht nichts irgendwas, was es nicht soll. Okay, das Trackpad selber, da bin ich nachher mal auch gespannt, das können wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben hier auf jeden Fall ein Einsteigergerät, definitiv. Und das Trackpad reagiert, ja, okay. Also natürlich kann ich dann die Mauszeiger und so weiter bei Windows immer einstellen, ob das jetzt irgendwie berührungsempfindlich sein soll oder was damit sein muss. Ich muss sagen, okay, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass wenn ich Windows drauf installiere, dass das Ganze irgendwie ein bisschen länger dauert, weil ich es noch personalisieren möchte. Aber was ich noch sehen wollte, ist, ob da jetzt eine ganze Menge Bloatware drauf ist. Ich weiß, ich habe das Surface Book 2 da. Selbst Microsoft liefert eine ganze Menge an vorinstallierter Software und Spiele drauf, was mir überhaupt nicht gefällt. Und das ist jetzt, so wie es aussieht, hier jetzt auch mit dabei. Wir haben ja ein paar Spiele, das ist jetzt Asphalt 8. Dann haben wir, was ist das, Bubble Witch 3, was auch immer und irgendein Candy Crush Soda. Das ist eigentlich echt uncool, dass das bei Windows mitgeliefert wird. Und das ist auch nicht immer der Fall. Ich gehe da jetzt einfach mal mit und dann ist es halt so. Ich bevorzuge natürlich nach wie vor Apple MacBooks, aber die sind natürlich deutlich teurer, weil wie gesagt, für 300 Euro so ein Display, das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Das ist wirklich sehr, sehr hochauflösend. Ich glaube, die Auflösung selber müssen wir noch schauen. Aber auf jeden Fall werde ich dieses Produkt mal im Vergleich zum Surface Book und im Vergleich zum MacBook antreten lassen, weil für 300 Euro bin ich mal im direkten Vergleich gespannt, was es dann wirklich alles kann. Aber jetzt gebe ich mal die Frage an euch zurück. Ich meine, das Notebook wiegt sehr, sehr wenig, es liegt gut in der Hand, mir gefällt's, aber was sagt ihr denn dazu? Findet ihr sowas cool? Ihr schreibt mal unten in die Kommentare, was für ein Notebook ihr selber besitzt. Mein allererstes war, glaube ich, aus dem Aldi damals, im Medion und naja, wenn ich das Geld dafür hätte, mehr Technik zu bekommen, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber nicht jeder hat ja so viel Kohle. 300 Euro für das? Lasst mal unten in die Kommentare wissen, was ihr davon haltet. Und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.